Hallo und herzlich willkommen zurück zu Knights Quest. Massi befindet sich ja mittlerweile in der zerklüfteten Ebene des Wächters. Zwei Abschnitte habe ich beim letzten Mal schon abgeschlossen, links und rechts. Und durfte mich danach noch einmal dem General Windbeutel stellen, den ich natürlich auch kurzerhand zerlegt habe. Daraufhin hat sich hier in der Mitte dieses Tor geöffnet. Damit komme ich nun in den komplett nächsten Abschnitt. Hier sieht schon ein bisschen feuriger aus. Das ist so ein bisschen das, was ich ja quasi erwartet habe. Dass das jetzt so abschnittsweise geht. Den generellen entsprechend. Das heißt, je nach Woche ein dritter Abschnitt kommen für Eis. Okay. Schön. So, da hinten war ich beim letzten Mal. Das da ist aber jetzt auch neu. Da ist sogar ein Heilbrunnen drin. Da hinten sieht man schon so ein bisschen den dritten. Das ist blau wie Eis. Andere muss ich wahrscheinlich nicht. Okay. Okay. Muss man tatsächlich aufpassen. Ah, ich muss wahrscheinlich da durchspringen, wenn das Ding unten ist, ne? Und Wassi sollte noch mal ein bisschen seinen Weitsprung üben. Aha, so ergibt das alles einen Sinn. Hallo, ich bin noch nirgendwo dran gekommen. Ach ja, Spaß mit Lasern. Sehr schön. Geht doch. War doch gar nicht so schwer. Gut, also das hier sieht spaßig aus. Okay. Okay, jetzt wird das Ganze noch mit Lasern ein bisschen erschwert. Okay. Das war aber jetzt auch knapp. Warte. Nicht gut. Nein! Glück war es nur mein Geist. Das war zu früh. Der sieht gut aus. Ah. Auch gar nicht so schwer. So. An Teilen. Den habe ich halt wahrscheinlich auch damit freigeschaltet, dass ich einen kompletten Eingang von dem Dungeon. Ja. Mir den Brunnen gekauft habe. So, gibt es jetzt auch eine Abkürzung für wieder zurück oder ja, doch, sieht so aus, oder? Hoffe es zumindest. Ah. Ja, nice. Okay. Wunderbar. Das war der Abschnitt. Das war jetzt so dieser Jump One Abschnitt. Ja, wir erinnern uns, beim letzten Mal hatten wir links den Abschnitt mit auch Jump One, wo ich diese Dinger sammeln musste. Und rechts war dann mehr so eine Kampfherausforderung. Sieht aber jetzt auch nicht unbedingt nach einer Kampfherausforderung aus. Da habe ich wahrscheinlich mich wieder auf so ein Floß begeben.
muss mal Fluss so nennen. Und darf dann hier lang schippern. Oder ich darf halt einfach lang laufen. Dafür haben wir hier Dinger. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich halt diesen Würfeln ausweiche, weil sonst endet mein Lauf für mich abrupt. Nein! Warum? Oh, das war jetzt ärgerlich. So kurz vom Ziel. Was geht der? Okay, der geht komplett bis hier hinten hin. Okay. Da wäre ich jetzt nicht mehr durchgekommen. Geht direkt wieder nach links. Nicht gut. Ich hätte eben den definitiv mitnehmen. Achso. Ah. Ich vergesse gerne mal, dass wenn ich sterbe, meine Geistesenergie ja nicht aufgefüllt wird. Danke, das war jetzt natürlich auch sehr kontraproduktiv. Gehst du zurück? Boah. Ich habe gerade einfach nur gehofft, dass das zeitlich noch hinhaut. Ah, das Slalom, ey. Hä? Nein, jetzt ist er nicht weit genug gesprungen. Oh Mann, wie bitter. Hier ist so eine Stufe drin, das ist doch doof. Ja, hat sich jetzt der Lava-Kegel gesenkt oder was? Hör das an. Du musst jetzt wirklich auf diesen Lava-Pegel achten. Auf den Wellengang oder so. Hä? Okay, ich bin tot. The fuck. Aber er lächelt. Das ist die Hauptsache. Er ist zufrieden. Glücklich und zufrieden. Also, ich weiß nicht. Meiner Meinung nach dürfte das halt nicht sein, dass diese Lava dann die ganze Zeit drauf und runter geht, sich dadurch eine Stufe ergibt und man deswegen halt nicht einfach da drauf rennen kann. Das dürfte meiner Meinung nach halt einfach nicht sein. Und zumal habe ich ja gerade wirklich geguckt, okay, jetzt hat es gerade seinen höchsten Punkt, ich laufe los und sterbe. Es darf nicht sein, sowas. Hätten die hier einfach wieder so, wie in der Goldenen Schmiede, so eine Schräge machen sollen, so eine Rampe. Und dann würde sowas hier einfach nicht passieren. Schau euch das mal an. Wie lange ich jetzt warten muss, bis das nochmal wirklich hochgeht. Das reicht dann halt immer noch nicht. Hä? Wieso funktioniert das denn jetzt nicht mehr? Ich verstehe es manchmal halt echt nicht. Mal geht's nicht. Aber so oder so, es dürfte halt einfach nicht sein. Wo muss ich denn eigentlich hin? Muss ich jetzt wirklich hier hinten hin? Mann, ey. Jetzt bin ich schon 3 Meter, also 3 Schritte gelaufen und bin dann erst in die Lava gestürzt. Was ist das? Weil man sieht halt auch, wenn man so läuft, sieht man den Lavapegel ja nicht. Und wenn du die Kamera drehst, hast du halt wieder ein ähnliches Problem. Oder dann hast du vielmehr das Problem, du kommst an Stocken und fällst halt dadurch in die Lava. Jetzt hier an dem Felsen rechts ausmachen. Okay, ich bin schon wieder tot. Hä? Das geht doch nicht. Wie kann man das denn so machen?
Und ich kann doch mich nicht 5 Minuten dahinstellen, bis er vielleicht doch noch mal so weit hoch geht, dass da keine Stufe drin ist. Also sorry, nee. Das geht nicht. Also ich finde, sowas ruiniert wirklich den Spielspaß in diesem Spiel. Weil das einfach total zufällig ist, ob man jetzt diese Stufe schafft und man einfach am Laufen bleibt oder ob man es halt nicht schafft und dann halt in die Lava stürzt und ja, nochmal versuchen darf. Dürfte halt echt nicht sein. Wow. Das ist dann halt auch... Wieso scheitere ich grundsätzlich so kurz vorm Ende? Egal, ob jetzt wie gerade durch so einen Feuerball oder wie sonst auch einfach... Keine Ahnung, ihr hört halt auf mit seinem Feuersprint. Einfach so. Und dann darf ich halt nochmal versuchen. Keine Ahnung. Ja. Oh, Leute. Da ist aber dann auch die Kameragebung wieder ein bisschen schwierig. Jetzt geht das schon wieder los. Ich hasse solche Willkür. Sorry, aber ich hasse solche Willkür einfach. Wenn man irgendwas wirklich nachvollziehen kann, wenn man sich darauf einstellen kann, okay. Oh, wow. Das da war aber jetzt auch gerade mehr Glück als Verstand. Boah. Was ist, wenn die ganze Zeit rumwirbeln? So, räum ich erstmal die anderen beiden aus dem Weg. Oh, nein, 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 nein! Oh. Danke. Also Pfeile zu kontern habe ich echt kein Problem mit. Nahkampfangriffe, ich weiß nicht, kriege ich nicht so gut hin, wie ich es gerne würde. So. Nun zu dir. Oh, sehr schön, dass der Magier direkt neben mir gespawnt ist. Ich weiß, ich konnte nicht mal Magiekugeln kontern, ja, okay. Ja, jetzt komm. Wie er halt einfach nicht mehr anvisiert hat. Deswegen nicht mehr gekontert. Zumindest kann ich in diesem Modus auch einfach den Schild zerschlagen. Brauche ich die nämlich nicht nochmal extra mit ihren Zaubern oder so zu treffen. Oh, hi. Hui. Oh.
Boah, das war aber jetzt auch schon wieder knapp, ey. Aber nicht den Angriff. Ich habe aber auch nicht mehr, um mich zu heilen, ey. Komm schon, schlag einmal ganz normal zu, bitte. Mit deiner Hand. Okay, das war ein bisschen zu früh. Hui! Oder halt so langsam echt knapp, ne? Ah, okay. Ich wusste jetzt nicht genau, wie die Flugkurve ist. Warte ich lieber, bis das Ding wieder links ist. So, okay. Okay, die andere Etappe ist damit auch fertig. Können wir jetzt den Rücktritt antreten. So. Auf den Block abwarten und Feuer! Das ist mal ein geiler Flug, ey. So, man sieht, ne, beide Kreise sind aktiv und jetzt sollte General Klimperknochen kommen. Oh, das war natürlich gerade zufällig ein nettes Timing. Genau wie das. Ich weiß halt auch schon wieder gar nicht mehr, was du überhaupt alles kann, ey. Wow. Feuer überall. Huch, okay, da war ich selbst zu nah. Alter, versuch, Junge. Okay, ja, mach mal halblang. Gut. Wieso geht der denn nicht hoch, Mann? Hab dich, Digga. Okay. Damit ist der nächste Bereich nun frei. Gibt es ja auch nochmal einen Heilbrunnen oder so? Wäre voll schön. Schön finde ich auch, dass das Tor gerade als Speicherpunkt gezählt hat. Weil das Spiel speichert ja irgendwie immer nur, wenn man durch bestimmte Türen geht. Finde ich schön, dass das gerade gezählt hat. Tja. Nächster Abteil Frost und Eis. Und hier sieht man schon, dann geht man ganz weit nach oben zum Wächter. Gleiches Spiel wie jetzt in den letzten beiden Abschnitten. Ja, links und rechts die Parcours abschließen. Vielleicht auch mit Kampfeinlagen. Den Knochengeneral bezwingen. Und dann das grande Finale. Der Kampf gegen den Wächter. Was, die kommen ihnen immer näher. Aber das ist eine Geschichte fürs nächste Mal.
Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann. Bis dahin, tschüss.